Wir haben letzte Woche diesen langen Fall gemacht mit dem Aktenauszug. Deshalb müssen wir heute noch weiter an der Hauptversammlung arbeiten. Wir haben letzte Woche aufgehört, haben über Formalia gesprochen, insbesondere über die Zuständigkeit, das heißt die Holzmüller-Rechtsprechung. Sie erinnern sich düster daran. Da möchte ich gerne heute weitermachen. Wir haben gesehen, es gibt diese Liste der Zuständigkeiten 119 und diese Liste ist nicht abschließend, wie Sie daran sehen, dass da steht im Gesetz oder in der Satzung ausdrücklich bestimmt, aber wichtig war der 119.2, der gesagt hat, über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der Vorstand es verlangt. Wir haben aber auch gesehen, 179, Grundsatzentscheidungen, namentlich Satzungsänderungen, muss immer die Hauptversammlung machen, das kann der Vorstand nicht. Nur Formaländerungen können auf den Aufsichtsrat delegiert werden. Und wir haben gesehen 179a, der sagt, wenn das gesamte Vermögen der AG an einen Dritten übertragen werden soll, muss auch da die Hauptversammlung zustimmen. Die dritte Möglichkeit der Übertragung ist im Umwandlungsgesetz durch Verschmelzung oder Abspaltung. Sie können das Vermögen einer AG auch übertragen nach dem Umwandlungsgesetz. Dazu gibt es hier aber eigene Veranstaltungen, müssen wir also nicht im Detail machen. Dann haben wir gesehen, die Hauptversammlung ist kurioserweise auch zuständig für den Ausschluss von Aktionären nach 327a. Sie erinnern sich, wenn man 95% hat und die Minderheit von 5% rausschmeißen will, dann braucht man dafür die Hauptversammlung, obwohl man ja selber mit 95% ohnehin die Mehrheit hat. Das heißt, das Ganze praktisch eher eine Formalie ist. Und dann haben wir letzte Woche aufgehört mit diesen legendären Entscheidungen, Holzmüller und Gelatine, Sie erinnern sich daran, wir haben darüber gesprochen, es gibt ungeschriebene Zuständigkeiten der Hauptversammlung. Und der BGH hat gesagt, es geht um grundlegende Entscheidungen, welche die durch die Außenvertretungsmacht formal gedeckt sind, aber im Innenverhältnis die individuellen Mitgliedschaftsrechte der Aktionären erheblich beeinträchtigen. Dann muss der Vorstand im Innenverhältnis fragen. Trotzdem, im Außenverhältnis ist die Handlung wirksam, im Innenverhältnis hätte der Vorstand hingegen fragen müssen. Sie kennen das, wie im BGB. Die Kernfrage, die dann über 20 Jahre lang diskutiert worden ist, ist die Frage, wann ist denn eine Entscheidung so wesentlich, dass man die Aktionäre vorher fragen muss? Und das hat der BGH entschieden in der sogenannten Gelatine-Entscheidung. Und er hat gesagt, das ist in allerhöchsten, in ganz seltenen Ausnahmefällen der Fall. Und zwar immer dann, wenn es an der Kernkompetenz der Hauptversammlung, die Verfassung der AG zu bestimmen, rührt. Das heißt, es geht um Maßnahmen, die denjenigen nahekommen, die eine Satzungsänderung erfordern, das heißt denen nach 179 bzw. 179a Aktiengesetz. Wenn wir in diesen Bereich reinkommen, muss ich die Hauptversammlung fragen, sonst muss ich sie nicht fragen. Und der BGH sagt, maßgeblich ist vor allen Dingen die Mediatisierung des Einflusses, das heißt der Verlust der Macht des Aktionärs. In der normalen AG kann der Aktionär in der Hauptversammlung über die Geschicke der Gesellschaft entscheiden. Wenn es in eine Tochtergesellschaft geschickt wird, hat er diesen Einfluss nicht mehr. Und deshalb, sagt der BGH, muss der Aktionär da auch gefragt werden. Und da der BGH sagt, das ist ähnlich wie eine Satzungsänderung, braucht man dafür auch die Dreiviertelmehrheit, die man für Satzungsänderungen braucht. Das ist auch nicht satzungsdispositiv, es ist zwingend Dreiviertel erforderlich. Weniger kann man nicht voraussetzen. Das Ganze klingt jetzt sehr abstrakt. Wir haben gesehen, der Grund, warum man es nicht macht im Regelfall, ist schon alleine, dass die Aktionäre Anfechtungsklage erheben können, das Ganze hinauszögern. Sie erinnern sich, wir haben darüber gesprochen. Und unsere Frage, die uns am Ende der letzten Stunde beschäftigte, war,
ist auch der Erwerb von bloßen Anteilen an einem Unternehmen ein Fall, der über Holzmüller-Gelatine an die Aktionäre gehen muss. Und der praktische Fall ist der Erwerb der Dresdner Bank durch die Commerzbank. Das heißt, die Anteile der Dresdner Bank gehen an die Commerzbank. Und die Frage ist, hätte man da vorher die Aktionäre fragen müssen? Sie wissen, ich stand beide kurz vor der Pleite, insoweit war das nicht ganz so schlimm. Aber hätte man die Aktionäre vorher fragen müssen? Dresdner Bank gehört bald der Commerzbank. Interessiert das die Aktionäre? Ja, was passiert denn da? Also in der Tat, der Vorstand entscheidet im Grundsatz, was geschehen soll mit dem Geld. Und deshalb würde man sagen, es ist eine klassische Vorstandsfrage. Warum ist diese Transaktion vielleicht doch irgendwie eine wichtige? Wenn Sie sagen, dass die Aktien finanziell nicht aufgestellt waren, dann kauft man ja jemanden, der finanziell nicht aufgestellt war, also schon ein Verlustrisiko. Ja, in der Tat, es gab in diesem Fall eine Klage der Aktionäre der Commerzbank, die gesagt haben, hier, wir finden, der Vorstand hat pflichtwidrig gehandelt, die Entlastung sei dem Vorstand zu verweigern, weil er hätte uns vorher fragen müssen. Das Ganze ging dann zunächst mal vors Landgericht Frankfurt. Und was meinen Sie, wie hätte das Landgericht entschieden oder wie hat das Landgericht entschieden in dem Fall? Wie gesagt, wir kaufen ein Unternehmen, was hoch verschuldet ist. Was passiert dann? Es geht uns eh schon, wir sind knapp bei Kasse und wir kaufen noch mehr Schulden dazu. Ja, das ist eine Entscheidung, ob man quasi noch mehr Schulden mit ins Boot nimmt oder ob man irgendwann sagt, das Boot ist voll und sagt, mehr können wir nicht aufnehmen. Deshalb hätte man die Aktionäre fragen müssen. Die Commerzbank hat gesagt, unsere Satzung erlaubt uns ja ein Konzern zu sein, das heißt, wir können auch Tochtergesellschaften haben und das Risiko ist ja kalkuliert, weil das ist ja eine Bank und Banken gehen nicht pleite. Insoweit passiert uns doch nichts. Und außerdem, wir sind ja eh schon hier vom Rettungsfonds abhängig, insoweit, was soll denn da noch Schlimmes passieren? Das Landgericht hat gesagt, nein, das interessiert uns nicht. Dann hat das OLG Frankfurt das Ganze gekriegt, weil das OLG Frankfurt sollte entscheiden, ob nicht doch die AG, also die Commerzbank AG hier im Rahmen ihrer Kompetenzen hat, also der Vorstand, das ohne Befragung der Aktionäre entscheiden durfte. Das Landgericht hat, wie gesagt, der hätte die Aktionäre fragen müssen, weil wenn ich Schulden dazu kaufe, gefährde ich das Gesamtvermögen, damit gefährde ich die Existenz des Unternehmens. Das geht nicht ohne Zustimmung der Aktionäre, weil das die Finanzierungsstruktur erheblich ändert. Ich gehe neue Risiken ein. Das geht nur mit Zustimmung der Aktionäre. Wie hat das OLG dann wohl entschieden, damit das Ganze überhaupt interessant wird in der ganzen Sache? Ja. Anders als der LG. Und können Sie sich auch vorstellen, warum? Warum sagt das LG, ist das hier kein besonderer Fall,
der sozusagen jetzt hier anders ist als ein normaler Anteilserwerb. Was kann der Vorstand auch machen, theoretisch im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis? Ja, der kann auch außerhalb des Beteiligungserwerbs riskante Geschäfte abschließen. Es kann keine Rolle spielen, ob er Beteiligung einer Gesellschaft kauft, also Aktien der Dresdner Bank, oder ob er irgendwelche Öltanker kauft, die versinken, oder ob er ein Spielcasino kauft, was verboten wird, oder Online-Dienste, die gestrichen werden, weil die Genehmigungsbehörde nicht handelt. All das ist sozusagen in der Kompetenz des Vorstandes. Und wenn er halt schlechte Geschäfte machen darf, muss er auch schlechte Beteiligung erwerben dürfen. Deshalb sei das hier kein Holzmüller-Fall. Allein das riskante Geschäft oder der riskante Beteiligungserwerb sei nicht anders als jedes andere riskante Geschäft und damit müsse das hier auch freigestellt werden. Gut, das heißt, der Beteiligungserwerb ist hier nicht die Lösung. Wie komme ich hier weiter? Da. Das zweite Problem an der Sache ist, dass man nicht nur diese qualitativen Kriterien braucht, das heißt, dass man einen Eingriff in die zentralen Rechte des Aktionärs braucht, seine Mitentscheidungsbefugnis bzw. seine Mitbeteiligung am Vermögen, sondern zusätzlich auch ein quantitatives Element, was nämlich insgesamt ungefähr 3/4 des Vermögens oder des Umsatzes betreffen muss. Das heißt, das müssen ziemlich hohe Zahlen sein. So Zahlen, wenn man sagt, okay, wir kaufen 10-20% dazu, das ist ein Risiko, was typischerweise eine Entscheidung des Vorstandes sein muss, wo das nicht geht. Was damit bleibt, ist sozusagen die Konzernstrukturentscheidung. Ich mache aus einer Tochtergesellschaft eine Enkelgesellschaft. Der Erwerb von Beteiligungen dann, wenn es wirklich sozusagen, ich erwerbe jemand Großes, das kleine Unternehmen kauft ein größeres, kauft also mehr, als es momentan hat. Und die Veräußerung von Anteilen im Werte von 75-99,9%, weil bei 100% greift schon 179a. Um Ihnen das zu illustrieren, ah nee, jetzt kommt noch nicht, jetzt kommt es gleich. Eine Sache kommt noch vorher. Das Ganze dient ausschließlich der Begrenzung der Kompetenzen des Vorstandes. Der Vorstand soll sozusagen nicht seine komplette Allmacht ausüben können, um Aktionäre rauszuekeln. Und deshalb brauchen wir diese Ergänzung. Allerdings wirkt das Ganze nur im Innenverhältnis. Im Außenverhältnis bleibt es bei 82. Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist unbeschränkbar. Das heißt, der Erwerb der Anteile und die Veräußerung des Unternehmens bleibt wirksam. Das ist natürlich ein blödes Dilemma. Die rechtliche Konsequenz ist halt die Organhaftung nach 93, die ist aber relativ witzlos, weil der Vorstand wird das nicht wieder rückgängig machen können wegen der Naturalrestitution und der hat auch nicht genug Geld, um den Wert zu ersetzen nach 251. Das heißt, die Sache ist relativ zahnlos insoweit, als man da halt keine Vollkompensation erreichen kann. Man steht als Aktionär immer noch da und hat am Ende weniger Einfluss. Ja? Der Aktionär kann also erstmal wenig machen. Was in der Praxis natürlich passiert ist, dann kann man gegen die Entlastung vorgehen. Die Entlastung ist sowas wie der mahnende Zeigefinger an den Vorstand, mach sowas nicht nochmal. Und man kann theoretisch auch dann sagen, der Vorstand soll weniger Gehalt kriegen nach 120, aber im Grunde ist die Macht der Hauptversammlung sehr gering. Gut, jetzt kommt der Beispielsfall endlich. Ich habe Ihnen diesen tollen Beispielsfall aufgemalt, künstlerisch wertvoll. Es gibt die AAG und die AAG hat eine große Familie, wie Sie sehen. Sie hat nämlich die DAG, die DGmbH, die EGmbH, die FGmbH und die GGmbH als Tochtergesellschaften. Insgesamt hat sie also 4 Töchter. An der DGmbH ist sie aber nur zu 49% beteiligt, an den anderen jeweils zu 100%. Die DGmbH produziert 20% des Umsatzes und der Gewinne der AAG und nun will die AAG, die DGmbH, komplett auf die GGmbH übertragen. Das heißt, sie geht hin, nimmt ihre Geschäftsanteile an der DGmbH und überträgt sie beim Notar an die GGmbH. Dann haben wir am Ende diese Konstruktion. Wir haben die AAG,
Die AAG hat noch 3 Töchter und eine Tochter hat ein Enkelkind, nämlich unsere DGmbH. Ja, also freundliche Familienveränderung, bei Menschen geht das nicht so einfach, aber bei Gesellschaften schon. Jetzt unterstellen wir mal, die AAG hat das gemacht, ohne dass der Vorstand die Hauptversammlung gefragt hat. Und wir müssen uns fragen, was kann der Aktionär jetzt tun? Die erste Frage. Was kann der Aktionär tun? Der Vorstand hat das einfach so gemacht, ist zum Notar gegangen, hat alle Anteile der DGmbH an die GmbH übertragen. 15 Absatz 4 GmbH-Gesetz. Absatz 3, Absatz 4, alles wunderbar, formal korrekt. Was tut der Aktionär? Aktionär der AAG. Was würden Sie tun als Aktionär? Nach Hause gehen und weinen und sagen, ach, die DGmbH, das war mir mein liebstes Kind, wobei es auch nur ein Kind zu 49% war, wie Sie sehen. Ja, das ist so adoptiertes Kind, könnte man sagen. Halbgeliebtes Kind. Was kann der Aktionär tun? Das ist einfach so passiert jetzt. Ja. Es gibt ja gerade keinen Hauptversammlungsbeschluss oder so, der angefangen werden könnte, deswegen gehen wir Vorstand 193.2. Kann das der Aktionär geltend machen? Das ist eben aufsichtsbar, ich habe da das klar gesagt, jetzt muss man machen. Aber das ja. Ist sowieso, vielleicht besteht auch gar kein Schaden. Deswegen wäre das auch nicht. Ja, in der Tat. Also es ist auch nicht mal ein Schaden ersichtlich. Im Zweifel würde es ja relativ vermögensneutral sein, weil die GmbH wird jetzt nicht mehr oder weniger wert, wenn ich jetzt einen anderen Inhaber hat. Und das ist ja immer noch im Konzernverbund, das kann man immer noch zurückfordern. Was kann man denn tun? Also Schadensersatz geht auch nicht, Anfechtung geht auch nicht. Was kann man noch tun? Was würden Sie vorschlagen? Ja, Hauptversammlung abwarten. Ja. Oh ja, anschieben. So, jetzt macht man, dann sagen die, nö. Dann sage ich doch und dann sagen die nö und dann war es das. Was? Ich will jetzt zum Gericht gehen, ich will jetzt eine Klage erheben. Was für eine Klage könnte man allenfalls erheben, wenn nichts mehr geht? Welche Klage geht immer? Worauf können Sie klagen? Ja, Feststellung, dass es rechtswidrig war. Wonach kann man denn so eine Klage erheben? Was ist das? Das ist irgendwie eine Klage, die im Aktiengesetz geregelt ist. Nichtigkeitsklage 249 Aktiengesetz, ist das sowas? Nichtigkeitsfeststellungsklage. Ich will festgestellt haben, dass der Beschluss nichtig ist. Was ist das? Irgendwas Aktienrechtliches? Ja, das ist von 56 ZPO, ganz normal. Was brauchen wir denn immer für eine Feststellungsklage? Kann man einfach immer so Feststellungsklage erheben und sagen, ich möchte mal festgestellt haben, das Wetter ist schlecht. Feststellungsklage. Was braucht man für eine Feststellungsklage? Ja, ein Feststellungsinteresse, was brauchen Sie vorher noch? Ja, allgemein. Wenn Sie mal ins Gesetz gucken, 256 ZPO, was brauchen Sie da? Ein Rechtsverhältnis. Welches Rechtsverhältnis kann das hier nur sein, zu dem Sie hier Feststellung getroffen haben wollen? Zu welchem Rechtsverhältnis wollen Sie hier eine Feststellung haben? Geht es um die Aktionärsstellung, also Aktionär zwischen A und A. Ja, um die Kompetenzordnung innerhalb der AG, um die Stellung der Hauptversammlung zum Vorstand, um es ganz konkret zu sagen. Die wollen also festgestellt haben, dass hier der Vorstand die Kompetenzen der Hauptversammlung eingegriffen hat. Ja, das kriegen wir hin.
Gut, was brauchen wir noch? Leistungsklage, Subsidiarität. Kann man nicht hier Leistungsklage erheben? Auf Schadensersatz, haben wir gerade schon gesagt. Wäre Schadensersatz nicht viel besser? Leistungsklage auf Zahlung von Schadensersatz an die AG ist auch viel cooler, als wenn man hier nur Feststellung, dass es rechtswidrig war. Und Leistungsklage gewinnt immer gegen Feststellungsklage. Allgemeiner Grundsatz. Kennen Sie aus dem Verwaltungsprozessrecht, das ist auch immer so, ja, steht sogar drin, Feststellungsklage kann nicht erhoben werden, soweit das Ziel durch Leistungs- oder Gestaltungsklage verfolgt werden kann. Dasselbe gilt hier auch. Wir haben schon gesagt, dass die Aktionäre sowieso keine Leistungsklage erheben könnten. Ja, sind die aktiv legitimiert für die Feststellung? Wenn Sie sagen, die können eh nicht Zahlung verlangen, warum soll er eine Feststellung verlangen können? Weil da ja immer Rechte von ihm sind. Das spricht ja schon dafür. Ist der Einzelaktionär in seinen Rechten verletzt? Die Hauptversammlung. Und wir haben auch gesagt, die Hauptversammlung gegen den Vorstand. Ja, ja. Aber kann die Hauptversammlung klagen? Klagt ihr? Es klagt ein einzelner Aktionär, der kann eine Aktie nur haben. Ist der in seinen Rechten wirklich so betroffen, dass man sagt, ja, der soll das mal machen? Der BGH sagt, ja, weil dadurch wird schon mal für die nächste Hauptversammlung Klarheit geschaffen, dass man den Vorstand nicht entlasten darf, dass möglicherweise der Aufsichtsrat Schadensersatzansprüche geltend machen muss. Das heißt, dieses Urteil sei ein ganz tolles, das würde alles aufklären. Was sagen Sie mit dem Argument, das ist doch eh alles zu spät, jetzt ist es schon passiert, das Kind ist in den Brunnen gefallen, da muss man halt mit leben. 82, das kann man eh nicht mehr rückgängig machen. Warum soll man Feststellungsklage darauf erheben, was es damals passiert ist? Es war wirksam rechtlich, das kann ich nicht mehr rückgängig machen, aber es war trotzdem verboten. Das ist ein wirksamer Vertrag. Die Übertragung an die GmbH war hier wirksam. Warum soll man eine Feststellung haben, dass ein wirksames Rechtsgeschäft gegen irgendwelche Regelungen verstoßen hat im Innenverhältnis? Ist doch Quatsch. Da kann nichts bei rumkommen. Es könnte ja auch ähnliche Fälle geben. Es gibt ja noch eine EGBH und eine FGBH, wo sie auch der GmbH übertragen. Ja, in der Tat, das soll auch eine Klarstellungsfunktion für die Zukunft haben. Der Vorstand soll wissen, das darf ich nicht. Und man soll ihn sozusagen zur Rechenschaft ziehen und das ist so. Bisschen wie Ermahnung, du, das lass mal sein. Das heißt in der Tat, der einzelne Aktionär kann hier erstmal grundsätzlich Feststellungsklage erheben. Frage, wann hat die Feststellungsklage denn Erfolg? Wir sagen nicht, wenn sie zulässig begründet ist. Zulässig ist sie in dem Fall, weil er halt Aktionär ist. Er hat ein Feststellungsinteresse, weil er geklärt haben möchte, dass die Hauptversammlung zuständig gewesen wäre und für die Zukunft wissen möchte, dass es nicht nochmal vorkommt, deshalb möchte er das geklärt haben. Frage, wie sieht es mit der Begründetheit aus? Wann ist diese Klage begründet? Wir sagen nicht, wenn er einen Anspruch hat, einen Anspruch hat er nämlich eh nicht. Wenn das, was er festgestellt haben möchte, tatsächlich zutrifft, das heißt, wenn die Hauptversammlung zuständig war. Ja, in der Tat, wenn der Vorstand hier rechtswidrig in die Zuständigkeit der Hauptversammlung eingegriffen hat, also müssen wir klären, war die Hauptversammlung oder war der Vorstand zuständig? Wer ist grundsätzlich zuständig nach 76? 76,119,2. Grundsätzlich zuständig ist immer wer in der Aktiengesellschaft? Jetzt sagen Sie, der Vorstand. Also es ist anders als in der GmbH. In der GmbH haben wir die grundsätzliche Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung auf 45. In der AG ist grundsätzlich der Vorstand für alles zuständig, außer es ist ausdrücklich der Hauptversammlung zugewiesen. Gut, wenn Sie 119 durchgehen, steht da irgendwo was, was relevant sein könnte dafür? Nein. Aber wir haben gesehen, es gibt noch den zweiten Ansatzpunkt, 179. Unter welchen Umständen kann so eine Maßnahme eine Satzungsänderung sein? Eine faktische Satzungsänderung. Was könnte in einer Satzung drinstehen? Vielleicht, wenn es Zweck der Gesellschaft oder Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist, das Vermögen
Zum Beispiel. Ja, in der Tat, die Frage ist, inwieweit die Satzung es ermöglicht, allein den Gesellschaftsweg durch Behalten von Untergesellschaften, also von Tochter-Tochtergesellschaft, von Enkelgesellschaft und Urenkelgesellschaft zu realisieren, oder inwieweit die Tätigkeit selber von der Mutter ausgeübt werden muss. Wenn die Satzung sagt, die Geschäftstätigkeit muss von der Mutter persönlich ausgeführt werden, dann ist es eine Satzungsänderung, wenn ich es auf eine Tochter delegiere. Wie würden Sie das in der Satzung sicherheitshalber formulieren, wenn Sie so eine AG gründen würden? Was würden Sie da reinschreiben? Was darf man? Wie formuliert man sowas? Dass Sie sozusagen nicht das Problem haben, dass Ihnen hinterher gesagt wird, ja, hier Umhängen von Tochtergesellschaften geht gar nicht, weil das verstößt gegen unseren Gesellschaftszweck. Wir müssen hier selber in die Produktion einsteigen. Wir dürfen das nicht unter delegieren. In der Tat, also man würde schreiben, die Gesellschaft erfüllt den Unternehmenszweck selbst oder durch Beteiligung an Tochter-, Enkelgesellschaften und weiteren Unternehmen oder durch Bildung eines Konzerns. Solche Konzernklauseln enthalten fast alle Satzungen deutscher Aktiengesellschaften. Wenn man das nicht reinschreibt, dann müssen sie den Zweck selber verfolgen und dürfen das nicht auf eine Tochtergesellschaft übertragen. Das heißt, diese Verkettung ist dann ausgeschlossen, wenn die Satzung nicht ausdrücklich erlaubt, dass sie ihren Unternehmenszweck auch durch Tochter- und Enkelgesellschaften verfolgen können. Also dieses Ausgliedern von Unternehmensteilen setzt voraus, dass die Satzung das überhaupt erstmal erlaubt. Sonst sind Sie bei 179 und haben eine faktische Satzungsänderung, dann haben Sie schon allein deshalb eine Kompetenz. Hier unterstellen wir mal, dass die Satzung das erlaubt, damit wir weiter prüfen können. Wie sieht es aus mit 179a? Aktiengesetz. Wir haben jetzt hier, steht drin, 20%. Die DGmbH macht 20% des Gewinns des Gesamtkonzerns. Ein Fünftel. Wir können auch sagen, die Mutter macht 20% und die FGmbH macht 15%. Was sagen Sie dazu? Ist das hier 179 Vermögen im Ganzen? Selbst wenn es 99% wäre, wäre es nicht das Vermögen im Ganzen, da wäre immer noch ein Rest übrig. Außerdem würde es nicht an einen Dritten übertragen, es bleibt ja in der Gruppe drin. Das heißt, es fällt eh nicht drunter. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ungeschriebene Zuständigkeit der Hauptversammlung. Fangen wir erstmal qualitativ an. Ist dieses Umhängen eine Mediatisierung des Einflusses des Aktionärs? Wird dadurch die Macht des Aktionärs verwässert? Grundsätzlich würde ja eine Tochtergesellschaft, das spricht zu Recht dafür. Dagegen könnte man natürlich sagen, dass ohnehin nur 49% Beteiligung bestand und keine Hauptversammlungsmehrheit. Ich würde aber dennoch sagen, dass ein Mediatisierungseffekt vorliegt, denn auch mit 49% gerade, das ist jetzt die Frage, wie die Beteiligungsverhältnisse sind. Was ist für eine Rechtsform? Ach so, das ist GmbH. Wir haben natürlich selten auch. Ist die Frage, wie viele Gesellschaften es dazu gibt? Ja, sagen wir mal, es gibt einen. Genau einen. Der hat 51%. Einer hat 51%, unsere AAG hat 49%. Die BAG hat 51%. Ja, wie ist denn die Lage jetzt? In der Tat, hier sind die 49%. Die GmbH ist zu 49% an der DGmbH beteiligt. Und die AAG ist zu 100% an der GmbH beteiligt. Was kann also die AAG machen gegenüber der GmbH? Also der Vorstand der AAG.
alle die GmbH-Rechnung gehört haben. 37, was kann der Vorstand tun? Was kann der Vorstand tun? Was kann ein GmbH-Gesellschafter mit 100% tun? Gegenüber dem Geschäftsführer? Das ist ja keine schwierige Frage. Was ist der Unterschied zwischen AG und GmbH? Was können die Aktionäre nicht tun gegenüber dem Vorstand? Ja, und in der GmbH ist es so, die Gesellschaft hat den Weisungsbefug. Das heißt, unser Vorstand kann hier theoretisch dem Geschäftsführer der GmbH sagen, mach das mal so und so in der Gesellschaftsversammlung der DGmbH. Der kann also sozusagen durchregieren. Können die Aktionäre im obigen Fall, also in der ersten Variante, der Ursprungsvariante, irgendwelchen Einfluss ausüben? Also die Aktionäre der AGmbH auf die DGmbH oder auch auf die GmbH? Haben die da irgendwelchen Einfluss? Können die irgendwas tun? Nee. Warum nicht? Warum können die Aktionäre der AAG nichts machen in der GmbH, obwohl die doch 100% Tochtergesellschaft ist? Ja, in der Tat, wir haben den Vorteil, das ist ein Filter, das heißt, da geht nichts durch. Der Vorstand verhindert, dass da durchgegriffen wird. Das heißt, verschlechtert sich die Lage für die Aktionäre irgendwie dadurch, dass die DGmbH zu einer Tochtergesellschaft der GmbH wird. Auf den ersten Blick? Nein. Und jetzt kommt der ganze Clou der ganzen Geschichte. Das Problem bei diesen Enkelgesellschaften ist, dass die ganzen Vorschriften im Umwandlungsgesetz da im Grunde unterlaufen werden können, weil der Einfluss der Hauptversammlung der Obergesellschaft wird immer wässriger, je tiefer ich runterkomme. Weil wir immer nur abstimmen auf die Gesellschaft, die auf der Stufe darüber ist im Konzern. Wir gucken sozusagen auf die Beschlüsse immer nur auf die Muttergesellschaft der jeweiligen Tochter. Das heißt, hier wird der Einfluss der Hauptversammlung der Muttergesellschaft immer geringer, wenn ich hier mit dieser Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag abschließen will, nach 291 Aktiengesetz. Dann muss ich hier die Hauptversammlung der Muttergesellschaft der AAG fragen. Da unten ist sozusagen alles außerhalb der Kontrolle. Ich verliere meinen Einfluss, über Grundsatzentscheidungen zu beschließen. Auch dann, wenn ich Sachen abspalten, ausgehen und Ähnliches will, werde ich hier noch gefragt. Wenn es unten ist, werde ich nicht mehr gefragt. Alles, was da unten ist, entzieht sich meinem Einfluss. Auch der 179a, auch den verliere ich, weil ich ja nicht mehr selber beteiligt bin an der Gesellschaft, sondern nur die Tochtergesellschaft ihr wesentliches Vermögen veräußert. Wenn also sozusagen hier so wäre, die GmbH würde 100% des Gewinns machen und wäre dann eine Tochter der GmbH, dann würde die AAG nicht ihr Vermögen veräußern, wenn die GmbH die DGmbH veräußert. Weil es würde nur die DGmbH ihr Vermögen im Ganzen veräußern. Das heißt, diese ganzen Schutzvorschriften setzen voraus, dass es immer nur eine flache Ebene gibt. Je tiefer ich komme, desto weniger werde ich geschützt. Die ganzen Schutzmechanismen gehen immer von einem zweistufigen Modell aus. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf die Enkelebene verschiebe, verliere ich Einfluss und kann sozusagen nicht mehr verhindern, dass da schlimme Dinge passieren. Das heißt, selbst das bisschen Einfluss, das ich habe, verschwindet dann. Dann hätten wir also hier mit dem Verschieben von Tochter in Enkelgesellschaft einen Verlust von Einfluss, nämlich bei Grundsatzentscheidungen. Reicht das, dass wir einfach nur eine Mediatisierung haben, dass wir einen Verlust von Einfluss haben? Nach dem, was eben auf der Folie stand, reicht einfach nur der Verlust an Einfluss? Ja, das quantitative Element. Und was habe ich gesagt, an welchem Paragraph orientiert sich das quantitative Element? An 179a, am Vermögen im Ganzen. Und die Frage ist jetzt, ist das hier so ein Merkmal, wo Sie sagen würden, das ist so schlimm, das geht hier schon an die Kernsubstanz der Gesellschaft. Hier wird das Wesentliche, was die AG zu AG macht, übertragen. Quantitativ. Wie viel Prozent sind es?
20. Ist das jetzt schon so der Kern von allem, was da so läuft? Nein. Also, kommen wir zu welchem Ergebnis? Hätte man die Hauptversammlung fragen müssen? Nein. Wir haben zwar qualitativ einen Verlust an Einfluss, aber der bezieht sich auf einen so geringfügigen Teil, dass es keine Auswirkungen hat. Also, keine Zustimmung der Hauptversammlung, also hat die Feststellungsklage keine Aussicht auf Erfolg. Um Ihnen zu zeigen, wie das auch ausgeschaltet sein kann, habe ich mal diese Abwandlung gemacht. Was sagen Sie denn dazu? Was ist der Unterschied zum vorherigen Fall? Das kann ich Ihnen sagen. Es wird nicht nur die F GmbH übertragen, sondern auch, oh, der OMD GmbH ist total, total blöd, warum sind die Buchstaben falsch? Es wird nicht nur die D GmbH übertragen, sondern es werden alle übertragen. Das heißt, es wird übertragen die D GmbH, die E GmbH, E GmbH, F GmbH, so. Die D GmbH, die E GmbH und die F GmbH werden alle übertragen an die D GmbH. Wäre das dann relevant? Worauf kommt das entscheidend an, ob das hinreichend ist? Die Medianisierung wird das gleiche reden, deswegen ist auch auf die Schwellen jetzt an, wir haben jetzt nur 30% sind jetzt angegeben, der Rest nicht. Das Frage ist, kommen wir mit 75-80%? Ja, wir müssen überlegen, erstens, wie viel Umsatz macht die AAG selber? Wir müssen also gucken, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn und wie viele Mitarbeiter arbeiten bei der AAG selbst. Dann müssen wir gucken, wie viel bei der G GmbH arbeiten und wie viel Umsatz und Gewinne die macht, weil das bleibt ja auch noch unmittelbar beteiligt. Und wir gucken uns nur an die Kennziffern für diese drei Gesellschaften. Wenn ich sage die Kennziffern, heißt das, wir gucken uns an den Anteil am Umsatz, den Anteil am Gewinn und den Anteil an den Mitarbeitern. Das sind die drei Kennziffern, die wir uns immer angucken. Und wir gucken, wie viel Prozent an der Gesamtzahl macht das aus. Und wenn wir da über 75% kommen, dann muss die Hauptversammlung zustimmen. Wenn es unter 75% bleibt, muss die Hauptversammlung nicht zustimmen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Dilemma. Wenn wir sagen, die kommen hier auf 80%, ja, also die da kommen insgesamt auf 80%, dann kann man Folgendes machen, theoretisch. Ich übertrage zuerst die D GmbH, dann habe ich noch keine 80%. Dann übertrage ich die E GmbH, habe ich auch noch keine 80%. Dann übertrage ich die F GmbH, habe ich immer noch keine 80%. Denn ich muss ja nur lang genug warten, irgendwann habe ich ja wieder mich erholt. Das heißt, wenn ich lang genug hinzögere, kann ich quasi doch genau diese Transaktion machen, aber eben Schritt für Schritt und dadurch verhindern, dass ich insgesamt über die Schwelle komme. Ja? Weil natürlich der Umsatz der G GmbH steigt in dem Moment, wo ich die Tochtergesellschaft hinzugefügt habe. Das heißt, dann bin ich sozusagen in dem Moment wieder im grünen Bereich. Das Problem ist ja, diese Gesamtbetrachtung können Sie ja nur machen, wenn Sie sozusagen den Plan nachweisen können, schon beim ersten Mal. Und das können Sie im Zweifel nicht. Das heißt, beim ersten Mal können Sie nachweisen, beim zweiten Mal können Sie nachweisen, beim dritten Mal können Sie nachweisen, und dann ist eh zu spät. Und wie gesagt, die Voraussetzung ist ja immer, dass Sie nicht über die 80% kommen. Im Grundsatz kämen Sie ja rechnerisch über die 80%. Also sozusagen innerhalb von einem Monat 1, 2, 3 machen, sind Sie drüber, zwangsläufig. Weil dann der Umsatz sozusagen noch nicht erholt ist im Restunternehmen. Sie müssen ja erstmal sicherstellen, dass die G GmbH Ihnen genug Geld liefert, damit Sie sagen können, ja, das ist die C GmbH auch noch egal. Ja? Klar, dieses Modell? Also Sie sehen, diese Fälle sind extrem selten. Es hat bisher erfolgreich nur den Holzmüller-Fall gegeben. Der Holzmüller-Fall war der Fall, es gab eine Aktiengesellschaft, die hieß Holzmüller. Und diese Holzmüller AG verkaufte Holz. Damit hat sie aber relativ wenig Umsatz gemacht, denn der Großteil des Gewinns und Umsatzes wurde gemacht mit einem Hafenbetrieb. Da wurde Holz verschifft. Und der Vorstand der Holzmüller AG dachte sich,
wir machen jetzt aus dem Hafenbetrieb eine eigene Tochtergesellschaft, nämlich die Holzmüller Hafen GmbH. Und die Holzmüller Hafen GmbH hat dann die Gewinne gemacht und die Holzmüller AG hat nur diesen Holzhandel betrieben, der eh völlig Quatsch war. Jetzt können wir wieder hier sagen, das kann den Aktionären eigentlich völlig egal sein, weil die kriegen ja die Gewinne der GmbH im Grunde wieder oben reingeschüttet. Also was unten an Gewinn gemacht wird, kommt oben wieder raus. Trotzdem haben die auf die GmbH keinen Einfluss mehr. Der Vorstand hätte hingehen können und Anteile an der GmbH an Dritte veräußern können und so weiter. Deshalb hat der BGH gesagt, hätte man hier die Hauptversammlung fragen müssen und die hätte mit 3/4 Mehrheit zustimmen müssen. Das war der einzige Fall, wo es jemals erfolgreich war. Das Problem bei diesem Fall ist nur, dass dieser Fall heute spezialgesetzlich geregelt ist. Das ist im Umwandlungsgesetz eine sogenannte Ausgliederung. Können Sie demnächst nachlesen, gibt es ein Lehrbuch von mir, Umwandlungs- und Konzernrecht. Und da steht dann drin, Ausgliederung ist ein besonderer Fall der Umwandlung und damit ist im Gesetz geregelt, damit brauchen wir dafür keine ungeschriebene Kompetenz der Hauptversammlung. Umgekehrt haben wir hier den Fall gehabt mit der Tochtergesellschaft zur Enkelgesellschaft, wo der BGH gesagt hat, grundsätzlich würde das darunter fallen, aber da ist es extrem schwer, das quantitative Kriterium zu erfüllen, weil sie müssen dadurch eine riesen Mammuttochter auf eine kleine andere Gesellschaft verschieben, denn sonst kommen sie nie über diese Riesenhürden. Also es muss sozusagen gehen um das Vermögen im Wesentlichen, das heißt 75% oder mehr, da kommen sie nie dran. Beim Beteiligungserwerb ist es umstritten, ob es gilt. Das war unser Fall hier mit Commerzbank Dresdner Bank. Da sagt die ganz herrschende Meinung, es kann keine Rolle spielen, ob der Vorstand Beteiligungen erwirbt oder sonstige riskante Sachen. Die Gegenansicht sagt, das sei genauso ein Fall, wo der Einfluss der Aktionäre auf das Vermögen reduziert wird, weil die Aktionäre vorher auf ein Gesamtvermögen zugreifen konnten, wo positive Sachen drin waren. Und jetzt wird das vermischt mit Risiken und Schulden anderer Gesellschaften und damit wird ihr Einfluss auf das Vermögen reduziert durch das Zukaufen von Beteiligungen. Weil ich kaufe damit auch Risiken ins Paket rein. Gut, das zu diesen Zuständigkeiten. Vorbereitung der HV, das ist die Telekom-Hauptversammlung, die war letztes Semester, da konnte man mit dem Vorstand hingehen, Herrn Krämer, können Sie nächstes Semester wieder, dann kriegen Sie so einen rosa Flyer und mit diesem rosa Flyer sehen Sie, was da so alles abläuft. Sie sehen auf dem Gelände Lanxess Arena nächstes Jahr in Bonn, das heißt, Sie haben dann hier einen kürzeren Weg und können dann da Ihr Würstchen essen, wobei es gibt keine Würstchen. Das ist die Hauptversammlung. Was passiert da so? Das sehen Sie dann hier. Highlights, so Sachen wie, was haben wir da? Vorlagen gemäß 176, Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastung der Mitglieder des Vorstandes, Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates, Bestellung des Abschlussprüfers, genehmigtes Kapital, Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. Da passieren echte Highlights, da geht es hoch her, da können Sie dann hingehen, ich gebe Ihnen eine Vollmacht für meine Aktien und dann können Sie da auf den Putz hauen und mit großer Mehrheit Entscheidungen durchdrücken. Also mit einem ganzen Aktienpaket. Und Sie können dann Reden halten, die anderen Aktionäre überzeugen. Diese Einberufung, die Sie hier sehen, ist allerdings nicht die Einberufung, die das Aktiengesetz meint, die erinnert sich an unseren Fall, sondern die Einberufung, die das Aktiengesetz meint, ist die, die im Bundesanzeiger steht. Eine Hauptversammlung ist nach dem Aktiengesetz immer dann einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es verlangt. Darüber hinaus haben wir aber auch eine Regelung in 175, die sagt, eine ordentliche Hauptversammlung muss in den ersten 8 Monaten des Geschäftsjahres stattfinden. Das heißt, wenn Sie ein Geschäftsjahr haben, was üblicherweise im April oder Mai endet, dann muss das irgendwann dann bis Februar stattgefunden haben. In der Praxis finden die Hauptversammlungen alle so statt zwischen April, März frühestens bis Juni. Das heißt, da ist so Hauptversammlungssaison. Jetzt im Winter macht das keiner. Ja? Die ordentliche Hauptversammlung ist die Hauptversammlung, wenn Sie in 175 reingucken, die beschließt über die Entgegennahme des Jahresabschlusses und die beschließt die Bestellung der Abschlussprüfer. Die muss, wie gesagt, jedes Jahr stattfinden, das ist eine ordentliche
Ansonsten gibt es außerordentliche Hauptversammlungen immer dann, wenn es nötig ist. Grundsätzlich wird die Hauptversammlung durch den Vorstand einberufen, und zwar mit einfacher Mehrheit. Wir haben schon gesehen letzte Woche, das muss der Vorstand nicht insgesamt machen, das müssen also nicht alle unterschreiben. Der Vorstand kann einen ermächtigen, das muss auch nicht mal der Vorsitzende sein, das kann auch der Hans Wurst sein. Und dann sagt man, okay, du kümmerst dich um die Einberufung, du unterschreibst es und schickst das raus. Das Gesetz sagt explizit, dass die Leute, die im Handelsregister stehen, als einberufungsberechtigt gelten. Der Grund dafür ist, dass 15 HGB nur im Außenverhältnis gilt, die Einberufung aber an die Aktionäre gilt und damit nicht im Außenverhältnis, sondern im Innenverhältnis. Das heißt, 15 HGB würde uns hier nichts nützen. Nach 111 Aktiengesetz kann auch der Aufsichtsrat die Hauptversammlung einberufen, und zwar dann, wenn es das Wohl der Gesellschaft erfordert. Wenn also der Vorstand Mist baut, dann kann der Aufsichtsrat sagen, Hilfe Mami, und dann kommt die Hauptversammlung und kann dann böse Beschlüsse fassen, zum Beispiel dem Vorstand das Vertrauen entziehen oder, weiß ich nicht, Sonderprüfer bestellen oder was auch immer, oder die Gesellschaft auflösen. Also dann kann der Aufsichtsrat um Hilfe schreien und dann kommt die Hauptversammlung. 122 ist ein etwas kurioses Recht, das ist das Einberufungsrecht einer Minderheit. Wir haben gesehen, der Vorstand muss einberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft erfordert. Der Aufsichtsrat muss einberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft erfordert. Aktionäre dürfen einberufen, allerdings müssen sie in der Summe 5% des Grundkapitals erreichen. Der 20. Teil des Grundkapitals sind 5%, also 1/20. Und dann dürfen sie das machen. Allerdings erstmal nicht selber, sie dürfen nur den Vorstand bitten, das zu machen, und der Vorstand muss das Ganze dann einberufen. Die Satzung kann statt 5% auch weniger als 5% vorschreiben, aber nicht mehr. Also Sie können nicht sagen, es müssen mindestens 10%, 20%, 30% sein, sondern nur einen geringeren. Und Sie können auch eine andere Form als Schriftform vorsehen, also auch per E-Mail oder Mausklick. Dann müssen Sie gegenüber dem Vorstand nachweisen, dass Sie seit 90 Tagen Aktionär sind, und mehr wird da nicht geprüft. Wenn Sie die Voraussetzung erfüllt haben, dann können Sie jederzeit eine Hauptversammlung einberufen. Ja? Also besorgen Sie sich 5% der Telekom-Aktien und dann können Sie immer wieder Hauptversammlung einberufen lassen. Nun kann es natürlich den querulatorischen Vorstand geben. Das regelt 121 Absatz 3. Der sagt nämlich, wenn der Vorstand nicht will, dann können Sie vor Gericht ziehen. Und dann ermächtigt das Gericht Sie zur Einberufung. Dann können Sie das selber machen, ohne den Vorstand zu fragen. Und die Kosten der Hauptversammlung trägt die Gesellschaft. Ebenso zahlt die Gesellschaft die Gerichtskosten, wenn der Vorstand sich zu Unrecht weigert. Dann können Sie einfach mal so auf Kosten der Gesellschaft eine Hauptversammlung machen, mit Würstchen für alle. Also Ihre Chance, 5% erwerben und dann können Sie richtig loslegen. Die Formalie der Einberufung haben wir letztes Mal auch am Fall gesehen, nämlich die Einberufung muss Firma, Sitz, Zeit und Ort nennen. Wir haben gesehen, beim Ort kommt es grundsätzlich darauf an, dass der präzise genannt ist, aber wenn er trotzdem auffindbar ist, also bei irgendwelchen Zahlen drehen, bei der Hausnummer oder ähnliches, ist das unkritisch, solange für den Aktionär der Raum erkennbar bleibt. Ansonsten müssen Sie die Tagesordnung mitliefern. Tagesordnung muss die wesentlichen Beschlusspunkte nennen. Wenn Sie das nicht tun, ist auch darüber kein Beschluss zu fassen. Dann können Sie sozusagen gar nichts machen, dann treffen Sie einfach nur und quatschen. Zeit meint sowohl den Tag als auch die Uhrzeit. Wenn Sie also sagen, die Hauptversammlung findet statt um 9 Uhr, dann müssen Sie auch um 9 Uhr anfangen. Wichtig ist, dadurch, dass der Tag angegeben ist, ist auch klar, dass die Hauptversammlung an diesem Tag enden muss. Und zwar spätestens um 24 Uhr. Wenn Sie einen Zeitraum angeben und sagen, die Hauptversammlung findet statt zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, muss sie um 22 Uhr enden. Sie können sich also auch selbst beschränken. Sowohl für Ort als auch für Zeit gilt das Zumutbarkeitserfordernis in dem Sinne, Sie können keine Zeit angeben, die eh keiner kann. Also wenn Sie sagen, wir treffen uns am Sonntagabend um 3 Uhr, also 3 Uhr nachts, dann werden Sie da keinen treffen. Das heißt, das wäre unzumutbar. Genauso sagt man, es ist unzumutbar, wenn Sie für ein börsennotiertes Unternehmen einen Ort ohne ICE-Verbindung und Flughafen angeben, weil da kann dann keiner hingehen.
Ja, also Sie sagen, der moderne Mensch braucht Flughafen und ICE-Bahnhof. Ja, Helgoland wäre das natürlich schlecht. Also wenn Sie sagen, wir treffen uns alle auf Helgoland als Telekom, dann kommt da halt keiner. Das ist unzumutbar, Hauptversammlung nichtig. Also Sie sehen, da gibt es so Querelen, aber es ist nicht so spektakulär. Ansonsten haben wir noch weitere Angaben für börsennotierte Gesellschaften, dann Voraussetzungen für die Teilnahme, das Verfahren für die Stimmabgabe, insbesondere Hinweis auf Briefwahl und Formulare und die Rechte der Aktionäre auf Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge und so weiter. Und schließlich die Internetseite der Gesellschaft, auf der man alles nochmal nachlesen kann. All das müssen die aber nur angeben bei börsennotierten Gesellschaften. Bei kleinen Kuschel-AGs müssen Sie das nicht. Also AG mit Ihren lieben Freunden, können Sie machen, wie Sie wollen, alles Larifari. Dann haben wir noch diese tolle Regelung, die sagt, die Hauptversammlung muss am Sitz der Gesellschaft stattfinden, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt. Sie können in die Satzung alles Mögliche reinschreiben, das ist okay. Wenn die Gesellschaft börsennotiert ist, können Sie auch am Börsenort die Hauptversammlung machen, das heißt in Frankfurt im Normalfall. Das heißt, dann haben Sie halt Ihre Hauptversammlung in Frankfurt am Main und dann im Zweifel in der Messe oder an der Börse. Eine Frage, die der BGH mal entscheiden musste, ist, kann der Ort der Hauptversammlung auch im Ausland sein? Und der BGH sagt, ja, im Grundsatz schon. Die Satzung kann bestimmen, dass die Hauptversammlung auch im Ausland stattfindet. Und die Voraussetzung dafür ist nur, dass es zumutbar für die Aktionäre ist. Also wenn die sagen, wir treffen uns irgendwo in der Karibik auf irgendeiner einsamen Insel, dann ist es wieder unzumutbar. Aber es kann keine Rolle spielen, ob sie sagen, wir treffen uns in München oder wir treffen uns in Paris. Das ist beides Großstadt, da kommen sie halt hin. Dann müssen sie halt ein bisschen länger fahren. Wichtig ist, dass der Ort schon von vornherein erkennbar ist, damit der Aktionär schon weiß, wo er irgendwo mal hin muss. Wenn Sie also sagen, wir werden irgendwo in Europa die Hauptversammlung machen, dann wird das nicht reichen. Wenn Sie aber sagen, wir treffen uns entweder in Frankfurt oder in Düsseldorf oder in Berlin oder in Wien, dann ist das alles okay. Gut. Wir haben gesehen, die Hauptversammlung wird durch Vorstand oder Aufsichtsrat einberufen. Was können die Aktionäre tun? Sie können Gegenanträge stellen. Gegenanträge heißt, wenn der Vorstand sagt, wir möchten gerne, dass wir entlastet werden, wir schlagen vor, für die Entlastung mit Ja zu stimmen, dann ist der Gegenantrag, der einzig zulässige Gegenantrag für diesen Antrag welcher? Bei einer Ja-Nein-Entscheidung, was ist denn der einzig denkbare Gegenantrag? Ja, ich schlage vor, mit Nein zu stimmen. Das heißt, da die meisten Beschlüsse Ja-Nein-Beschlüsse sind, können Sie immer nur sagen, ich schlage vor, mit Nein zu stimmen. Das ist ein Gegenantrag. Das Alternative ist ein Wahlvorschlag. Wenn es um die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern geht, geht es nicht um Ja-Nein-Entscheidungen, da können Sie Namen nennen. Der typische Fall, dass die Leute nennen, können sich denken, was wird der Aktionär nennen für einen Namen, wenn er einen Vorschlag machen darf. Natürlich, der Aktionär schlägt sich selber vor. Das heißt, auch das ist zulässig, Sie können also sagen, ich beantrage, dass mein Name vorgeschlagen wird, dann wird halt Ihr Name vorgeschlagen. Können Sie machen, nützt nichts, aber ist ein lustiger Gag. Wir haben so schon, dass wir letztes Mal gesagt haben, warum muss auch in der Einnahme informiert werden über diese Rechte? Ja, das ist das, was bei börsennotierten Gesellschaften muss ich die Leute darüber informieren. 121 haben wir eben gerade gesehen, vor zwei Minuten. Ja? Bei dem Motto, Sie haben das Recht, sich selber vorzuschlagen. Gut. Wenn Sie mehr wollen, als einfach nur den Gegenvorschlag Nein oder Ihren Namen oder einen anderen Namen auf die Liste, ich möchte gerne Angela Merkel im Aufsichtsrat haben, können Sie ja machen, wenn Sie Spaß dran haben, dann müssen Sie ein Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung machen. Und da sehen Sie ja wieder den Trick des Aktiengesetzes, 122 Absatz 2, dafür brauchen Sie wieder die 5%. Ja? Also der Antrag Nein oder mein Name geht. Wenn Sie irgendwas anderes wollen, brauchen Sie 5%. Gut. Ja, das haben wir gerade gehabt. Das haben wir auch gehabt. Diese Gegenanträge werden nach 126 Aktiengesetz online zugänglich gemacht. Und zwar
dann, wenn Sie mindestens 14 Tage vor der Versammlung den Antrag gestellt haben, dann wird das einfach auf die Internetseite gepackt, dann kann man gucken, was Sie so gesagt haben. Entscheidend dafür ist allerdings, dass Ihr Antrag überhaupt veröffentlichungsfähig ist, und dafür hat das Gesetz eine abschließende Liste, wann der Vorstand das nicht machen muss. Und das fängt an mit so tollen Sachen wie, wenn er sich oder zugänglich machen, strafbar machen würde. Also wenn Sie schreiben, Hakenkreuz, 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 im Übrigen finde ich den Vorstand doof, dann muss er es nicht zugänglich machen, weil das Hakenkreuz halt ein verfassungsfeindliches Symbol ist, das darf er auf seiner Internetseite nicht machen, deshalb darf er das nicht. Zweitens, wenn der Gegenantrag zu einem Gesetz oder sachwidrigen Beschluss führen würde, wenn es sozusagen eine gezwungene Entscheidung gibt, dass man zum Beispiel sagt, was weiß ich, was kann es überhaupt sein? Ja, Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern, ich bin gegen Wahl von Aufsichtsrat, ich bin gegen Aufsichtsrat, muss man sagen, ist uns ziemlich egal, weil da muss er halt mit Ja stimmen, weil wir brauchen einen Aufsichtsrat, also sagen, wir wollen gar keinen Aufsichtsrat, geht halt nicht. Dann drittens, wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder Beleidigungen enthält, ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, was da so teilweise drin steht. Da muss man immer Sternchen, 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 Sternchen. Im Übrigen finde ich den Vorstand Sternchen, 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 Sternchen. Insbesondere Herr sowieso Sternchen, Sternchen, Sternchen. Also wenn das so läuft, dann können Sie den halt auch ganz weglassen, weil dann keiner mehr weiß, was eigentlich gemeint ist. Dann, wenn ein Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung zugänglich gemacht worden ist, ja, also wenn sozusagen derselbe schon mal gemacht hat, also diese Wiederholungstäter, die werden irgendwann rausgekickt. Dann, wenn der Gegenantrag mit wesentlich gleicher Begründung bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der 20. Teil des Kapitals für ihn gestimmt hat, das heißt, wenn Sie weniger als 5% erreicht haben, will es auch keiner mehr lesen, dann der Aktionär zu erkennen gibt, dass er gar nicht teilnehmen will und nicht vertreten lassen will, nach dem Motto, wenn du selber keine Lust hast, kannst du den anderen nicht zumuten, darüber zu lesen. Und schließlich, wenn der Aktionär in den letzten 2 Jahren in 2 Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen, dann der Motto, er sagt erstmal, ich werde das und das beantragen und dann sagt er nichts dazu in der Hauptversammlung, dann sagt man, beim dritten Mal hast du es verwirkt. Ja? Und dann kommt noch die tolle Ergänzung des Gesetzgebers, wenn es mehr als 5000 Zeichen sind, wird es auch nicht zugänglich gemacht. Sie müssen sich also kurz fassen, kein Rumgelaber. Ja? Das ist nicht wie bei irgendwelchen Hausarbeiten. So, außerdem kann der Hauptvorstand hingehen, mehrere Anträge zum gleichen Thema zusammenzufassen und sagen, 5 Leute beantragen, mit Nein zu stimmen, mit folgenden Gründen, 1, 2, 3, 4, 5. Schwierig, kann man so machen. Gut, 127 Wahlvorschläge. Wahlvorschläge werden auch zugänglich gemacht und die Aktionäre müssen sich natürlich an die Vorgaben halten und insbesondere dürfen die keinen Mann vorschlagen, wenn eine Frau in den Aufsichtsrat muss oder umgekehrt. All das ist aber nicht so spektakulär. Die Einberufungsfrist haben wir letzte Woche im Detail besprochen. Ganz wichtig, 30 Tage. In der Praxis sind es meistens 45 Tage, weil man noch die Anmeldefrist von 15 Tagen davor hat. Damit kommt man dann ungefähr hin. Der Tag der Versammlung ist nicht mitzurechnen. Dann kommt diese tolle Regelung, 187 und 193 BGB gelten nicht entsprechend. Und nur bei nicht börsennotierten Gesellschaften kann man die Frist anders berechnen, indem man sagt, halt Samstag und Sonntag werden irgendwie mitgerechnet. Dann habe ich für Sie noch hier diesen Kinderfall mitgebracht. Der heißt deshalb Kinderfall, weil der einfach ist. Die XAG beruflich Bekanntmachung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Mittwoch, dem 22. März, für Donnerstag, den 5. April, eine Hauptversammlung ein. Die Mitteilung gemäß 145 Folgen sind erfolgt. Aktionär A ist empört. Er hat keine Lust, in eine Spaßveranstaltung zu gehen. Er möchte wissen, ob er etwas gegen die auf der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse unternehmen kann und Schadensansprüche gegen den Vorstand bestehen. Jetzt staunen Sie über diesen anspruchsvollen Fall. Und wie sagen Sie, geht der Fall aus? Was kann er tun? Was kann man so tun als Aktionär?
wenn das nicht so läuft, wie man es gerne hätte? Was tun Sie da? Anfechtungsklage erheben. Dann haben wir gelernt, dazu haben wir besondere Voraussetzungen. Wenn Sie mal gucken in 245, 246. Wer kann Anfechtungsklage erheben? Also in der Tat, hier liegt ein schwerwiegender Einberufungsmangel vor. Das heißt, hier kann er, wenn man nicht hingeht, anfechten. Es liegen sogar zwei Mängel vor in der Einberufung, nämlich einerseits die Frist. Sie erinnern sich, jetzt kommt hier diese tolle Folie, jetzt staunen Sie nochmal alle. Ich habe diese Folie mit viel Mühe gemacht, das ist der tolle Kalender, Sie sehen das, ja. Und Sie sehen, hier ist der 5. April. Ja, da ist der 5. April. Der 5. April ist der Tag, wo die Hauptversammlung stattfindet. Und jetzt kommt der tolle Kinofilm, passen Sie auf, jetzt staunen Sie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, Sie sehen das. Und jetzt kommt der Tag der Einberufung. Ja. Also wissen wir, es hätte frühestens am 5. März einberufen oder spätestens am 5. März einberufen sein müssen. Hier wurde aber erst am 15. März einberufen. Das war deutlich zu spät. Also war der Termin verpasst. Tolle Folie, oder? Das ist super. Das ist wie Kino. Kann ich oft genug zeigen. Also bei jeder Gelegenheit kann ich es immer wieder einbringen. Gut, aber jetzt unsere eigentliche Frage, die uns eigentlich hier interessiert, was ist der zweite Fehler? Ja, was sind die Gesellschaftsblätter? Ja, das haben wir gesagt. Steht das auch irgendwo? Ja, eigentlich mal nicht schlecht. So. Gucken wir mal vorne. So, Wo finden wir das? Wer ein ganz altes Aktiengesetz hat, findet da noch komische Dinge, aber die haben ja alle aktuellste Gesetzestexte, hoffe ich. Ja, 25. So, Bundesanzeiger nicht, damit auch deshalb unwirksam, also kann er wirksam anfechten. Alles, was da beschlossen wird, kann er damit für unwirksam erklären lassen, ganz unproblematisch. Wie sieht es aus mit Schadensersatz? Kann man Teil B dieser Aufgabe, damit es nicht ganz so blöd ist. Gibt es Schadensersatz? Erstmal die Frage, worin liegt denn der Schaden bei so einer Aktion? Ist doch kostenlos, da nichts passiert. Ja, gut, die trägt nach allgemeinem Prozessrecht eh derjenige, der unterliegt. Da haben wir 91 ZPO, das heißt, wenn Sie die Klage gewinnen, trägt die Kosten des Rechtsstreits der Beklagte, das heißt die Gesellschaft. Genau, aber das ist ja noch mal so. Ich will ja lieber, dass der Vorschlag bezahlt, dass die Gesellschaft. Oh. Oh. Die hat genug Geld, die Gesellschaft. Aber in der Tat, kann ich den Vorschlag verklagen? Sagst du nicht? Ja? Nee. Wer müsste das Geld vom Vorstand sich wiederholen, wenn überhaupt? Wer verklagt den Vorstand? Immer der Aufsichtsrat. Wir haben gelernt, gegenüber dem Vorstand wird die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat vertreten. Das heißt, der macht auch die Schadensansprüche geltend. Was kann der Aktionär aber tun, wenn er will,
dass der Aufsichtsrat das macht, im ersten Schritt, was sollte er im ersten Schritt tun? 147, 148, falls Sie suchen. Die müssen jetzt nicht anfangen, wild zu blättern. Was tut der Aktionär? Man muss in der Hauptversammlung mit einfach mehr beschlossen werden, dass die Ja, 147, ich beantrage das und dann gucken wir, was rauskommt. Was, wenn die Hauptversammlung Nein sagt? Bin ich dann endgültig raus und kann sagen, okay, dann war es das. Dann habe ich halt Pech gehabt, wenn die das nicht wollen, wer nicht will, der hat schon. Was kann ich als Aktionär noch tun? Ja, in der Tat, dieses Klagezulassungsverfahren nach 148. Das heißt, da brauche ich das entsprechende Quorum und dann muss der Richter das prüfen. Und dann muss man gucken, ob hier ein so schwerwiegender Verstoß vorliegt und kein Gesellschaftswohl betroffen ist. Dann muss man sagen, das wird man wohl in der Tat hinkriegen, dann muss der Vorstand bezahlen. Wenn Sie überlegen, wer von Ihnen liest regelmäßig den Bundesanzeiger im Internet, dann werden Sie feststellen, niemand. Ich habe letzte Woche ein Seminar gehabt, wo man gesagt hat, ja, die Leute gucken ja alle ständig sowas nach. Ich muss sagen, niemand guckt was freiwillig nach. Die Antwort lautet, die Leute wollen, dass ihnen die Sache auf den Tisch geliefert wird und das Gesetz gibt ihnen die Möglichkeit dazu. Wenn eine AG Namensaktien hat, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, dann sagt 125 Absatz 2 Aktiengesetz, muss ihnen die Einberufung persönlich mitgeteilt werden. Üblicherweise durch E-Mail, das heißt, sie kriegen eine E-Mail von der Telekom, wo drin steht, demnächst ist Hauptversammlung. Man kann aber auch per Brief zuschicken lassen, tolle Sache. Bei Inhaberaktien geht das nicht. Warum funktioniert das Mitteilen von Brief durch die Gesellschaft bei Inhaberaktien nicht? Warum kann Ihnen dann die Gesellschaft nicht sagen, demnächst ist Hauptversammlung? Das hat einen ganz praktischen Grund. Warum kann die Gesellschaft das nicht machen? Würde sie ja wahrscheinlich gerne. Aber warum kann sie das nicht? Wie funktioniert eine Inhaberaktie, wenn ich an die allererste Vorlesung erinnere? Ja, da steht kein Name drauf. Das heißt, die Gesellschaft weiß nicht, wie er die Aktien hat. Bei Namensaktien haben wir nach 67 Aktiengesetz ein Aktienregister, wo jeder Aktionär drinsteht. Bei Namensaktien gibt es das nicht. Das Gesetz hat stattdessen einen anderen Weg gewählt, nämlich 128 in Verbindung mit 125. Die Gesellschaft teilt das den Depotbanken mit, wo Leute Aktiendepots haben, und die Depotbank muss das weiterleiten an den Aktionär, für den sie das Depot verwaltet. Und das setzt voraus natürlich, dass die Inhaberaktien nicht alle im Schreibtisch liegen oder unter dem Kopfkissen, sondern dass die alle in einem Depot bei einer Bank verwahrt werden, denn wir unterstellen, die Bank kennt ihre Kunden, damit kann die das weiterleiten. Das heißt, bei Namensaktien ist die Kommunikation direkt Gesellschaft an Aktionär. Bei allen anderen Sachen, wenn es Inhaberaktien sind, geht es über die komplette Kette, die Gesellschaft gibt es an die Bank, die als erste Depotbank vorliegt, sagen wir mal hier, wie heißt es, Clearstream Banking in Frankfurt, die die ganzen Aktien verwahren und die geben das dann an die Banken, für die sie die Aktien halten, die geben das dann so lange weiter, bis sie irgendwann bei einem Menschen angekommen sind und der sagt dann, ich bin's und der kriegt dann mitgeteilt. Dieses Verfahren ist inzwischen auch europarechtlich fundiert. Wir haben jetzt eine neue Aktionärsrechte-Richtlinie seit diesem Jahr, die das Ganze für die ganze EU vorschreibt. Das heißt, dann kriegen Sie nicht nur die Deutschen, sondern auch die Franzosen und die Belgier und noch die Engländer. Aber die werden es nicht mehr umsetzen, weil die es eh bald raus sind. Deshalb interessiert es auch nicht mehr so. Gut. Weil die AG bei Namensaktien ohnehin die Aktionäre kennt, sagt das Gesetz, kann auf die Einberufung per Bundesanzeiger verzichtet werden. Stattdessen kann ich auch ausschließlich per eingeschriebenen Brief einberufen.
Und zwar dann, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt. Die Satzung kann unter anderem auch bestimmen, dass einberufen werden soll per E-Mail oder was ich per Aushang oder sonst was, was man sich da Kreatives einfallen lassen kann. Interessant ist dann noch Absatz 4a, der sagt, es gibt hier Aktionäre, die auch ihre E-Mails nicht lesen. Deshalb kommt das zusätzlich noch auf die Seite des Unternehmens, das heißt auf die www.telekom.de-Seite. Da kann man es dann auch noch anrufen. So, was haben wir noch? Das ist alles nicht so spektakulär. Ja, wer darf teilnehmen? Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Es gibt den 123, der Absatz 1 ist die Einberufungsfrist. Der Absatz 2 regelt die Anmeldefrist und der Absatz 3 regelt die Legitimationsfrist. Absatz 2 ist deshalb wichtig, weil Absatz 2 stellt sicher, dass sozusagen die Gesellschaft die Raumgröße kalkulieren kann, das Catering kalkulieren kann und Ähnliches. Absatz 3 soll sicherstellen, dass wirklich nur Aktionäre zur Hauptversammlung kommen und nicht Leute, die einfach nur mal ein Würstchen essen wollen. Ja? Also Absatz 2 betrifft schlicht die Planung, Absatz 3 betrifft den Nachweis der Aktionärseigenschaft. Die Hauptversammlung ist heute immer noch keine öffentliche Veranstaltung. Das bedeutet, es darf nur der hinzukommen, der Aktionär ist, wenn das Ganze ausdrücklich für die Presse und Ähnliche geöffnet ist. Ansonsten dürfen nur die Aktionäre da rein. Das heißt, nicht Hinz und Kunz von der Straße, die mal ein Würstchen essen wollen. Diese Anmeldefrist muss mindestens 6 Tage betragen. Diese Anmeldefrist muss so gestaltet sein, dass sie höchstens 6 Tage. Nochmal. Die Anmeldung muss mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft zugehen, außer es ist was anderes bestimmt, und zwar eine kürzere Frist. Kürzere Frist bedeutet, es reicht auch, wenn es 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag zugeht, dann wird aber irgendwann der Witz der Anmeldung wegfallen, weil wenn Sie sagen, einen Tag vorher, dann können Sie die Raumgröße auch nicht mehr ändern, das Catering auch nicht mehr ändern, außer es ist wirklich klein. Das Gesetz sagt, das ist wichtig, die Mindestfrist des Absatzes 1 verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist. Das bedeutet, wenn Sie die Anmeldefrist von 6 Tagen ausschöpfen, dann wird automatisch die Einladungsfrist auf 36 Tage verlängert, weil dann die 6 Tage nochmal draufkommen. Wenn Sie keine Anmeldefrist haben, sagen, es kann kommen, wer will, dann haben Sie die 30 Tage. Sie müssen keine Anmeldung machen, das kann die Satzung vorsehen. So, Absatz 3 sagt, die Satzung kann bestimmen, wie die Berechtigung nachzuweisen ist. Das klingt auf den ersten Blick trivial, ist es aber gar nicht, weil wir haben ja gesehen, die Inhaberaktie haben Sie gerade nicht noch im Kopfkissen liegen. Bei der Namensaktie ist die Nummer einfach, wenn Sie mal den 123.3 zu Ende lesen, dann sagt der 123.5, bei Namensaktien folgt die Berechtigung zur Teilnahme aus 67.2.1. Wer eingetragen ist, darf abstimmen. Ja? Also 123.5, da reicht die Eintragung. Bei Inhaberaktien ist es aber ein Problem. Grundsätzlich würde das Gesetz sagen, müssen Sie die Aktie dafür vorzeigen. Sie müssen also kommen und sagen, hier ist meine Aktie, eine Aktie Beate Use, hier, ich zeige sie euch vor. Wenn Sie das nicht können, werden Sie nicht legitimiert. Da die Aktie aber bei Clearstream Banking liegt und eine Globalurkunde ist, wird diese Nummer nicht funktionieren. Niemand hat Aktien von Beate Use, außer der Clearstream Banking, die wird aber nicht dahin gehen. Deshalb sieht das Gesetz in 123 einen anderen Weg vor. Und dieser Weg ist genauso umständlich wie die Information, nämlich bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften reicht ein durch das Depot für ein Institut in Textform erstellter besonderer Nachweis des Besitzes aus. Sie kriegen von Ihrer Bank also eine E-Mail oder aus dem selber ausdrucken, wo draufsteht, sowieso ist Aktionär. Und dieser Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung genannten Adresse mindestens 6 Tage vor der Versammlung zugehen.
Auch hier wieder, also diese 6-Tages-Frist. Und in der Satzung kann man wieder eine kürzere Frist vorsehen. Und im Verhältnis gilt nur, wer den Nachweis erbracht hat als Aktionär. Wenn also jemand kommt, ohne dass die Bank der Gesellschaft vorher eine E-Mail geschickt hat oder ein Papier geschickt hat, wo drauf steht, der ist Aktionär, der darf nicht mitstimmen, der darf nicht zur Hauptversammlung gehen, der kriegt kein Würstchen, der darf keine Fragen stellen, der ist raus. Ja? Also Sie sehen, in diesem System vertraut man auf die Banken. Ja? Genauso wie bei der Weiterleitung von der Gesellschaft zum Aktionär, muss der Aktionär von seiner Bank den Nachweis an die Gesellschaft schicken lassen, um teilnehmen zu dürfen. Grund dafür ist, die Inhaberaktie hat halt keiner in der Handtasche, deshalb muss man hier auf die Bank vertrauen. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil. Wie läuft so eine Hauptversammlung ab? Grundsätzlich ist so eine Hauptversammlung recht unspektakulär. Da ist erstmal der Aufsichtsrat, der sitzt da, dann sitzt da der Vorstand und dann hält der Aufsichtsratsvorsitzende Rede, dann hält der Vorstandsvorsitzende Rede, dann kommen die Aktionäre, halten Reden und dann sind sie irgendwann genervt und gehen nach Hause und haben nicht abgestimmt, weil es dann noch lange nicht so weit ist. Damit das für die Aktionäre, die viel beschäftigt sind, möglich wird, werden die meisten Hauptversammlungen heute im Internet live gestreamt. Sie können dann hier in der Vorlesung sitzen, auf Ihrem Smartphone beobachten, sind die schon bei der Abstimmung oder nicht und können dann im passenden Moment dann einschreiten und Weisungen erteilen. Tolle Sache. Ja, also wie Fußball so. Ja, ja, ist der Vorstandsvorsitzende da. Toll. Können Sie machen. Interessanterweise, das Aktienrecht erlaubt aber noch mehr. 118.1.2 sagt nämlich, Sie können alle Rechte auch auf elektronischem Wege wahrnehmen. Damit meint das Aktienrecht nicht nur, dass Sie abstimmen dürfen per Internet, so E-Vote, sondern das Aktiengesetz meint auch, Sie können theoretisch Fragen stellen. Und jetzt per Videokonferenz zugeschaltet, live aus dem Hörsaal, dann wird Ihr Bild eingeblendet auf der großen Leinwand und die ganze Telekom-Hausamt muss gucken, was Sie sagen. Das kann die Satzung vorsehen. In der Praxis, bei großen Gesellschaften gibt es keinen, die das vorsieht. Und bei kleinen Gesellschaften kenne ich auch keinen, die das vorsieht. Aber das ist europarechtlich vorgesehen. Nach Europarecht muss für alle börsennotierten Gesellschaften die Möglichkeit bestehen, eine solche Satzungsregelung zu treffen. In der Praxis hat das nie jemand gemacht, aber sie dürfen es. Interessanter, der Aufsichtsrat, der ja viel beschäftigt ist und vielleicht irgendwo gerade im Ausland ist, in Australien mit wichtigen Geschäftsterminen beschäftigt, der darf sich per Videokonferenz zuschalten, sagt 118.3.2. Und dann kommt das wahre Highlight, Sie können Briefwahl machen, 118.2. Sie können vor der Hauptversammlung eine Briefwahl durchführen und die Briefwahl muss hier nicht in einem Brief erfolgen. Die heißt nur Briefwahl, weil der Gesetzgeber das Wort lustig fand. Die Briefwahl kann auch am Computer durchgeführt werden. Sie können also dann im Internet sagen, da stimme ich für Ja, da stimme ich für Nein, da stimme ich für Ja, da stimme ich für Nein, da stimme ich für Ja und so weiter. Das können Sie online machen, denn der 118.2 sieht ausdrücklich vor, es muss nicht per Brief erfolgen, es kann auch in elektronischer Form erfolgen. Schließlich gibt es noch 134.3. Sie können einen Vertreter dahin schicken. Sagen wir, Ihre beste Freundin, Ihren besten Freund. Und dann können Sie den im passenden Moment anrufen auf Handy und sagen, stimm mit Ja, stimm mit Nein. Auch das ist eine Form von elektronischer Abstimmung. Sie können das auch per WhatsApp machen. Das ist vielleicht ein bisschen unauffälliger, als wenn Sie da immer so reinbrüllen. Und das ist elektronische Abstimmung. Und so macht man es in der Praxis auch. Man hat einen Vertreter da sitzen. Und er kriegt die Weisungen von den Aktionären, die er vertritt, per Digitalformular in der Hauptversammlung. Hat den gleichen Effekt wie die Abstimmung per Direktzuschaltung, hat aber den Vorteil, dass man die Anfechtungsmöglichkeit nicht hat. Denn warum kann der Aktionär nicht anfechten, weil er gesagt hat, oh, der hat meine Weisung nicht befolgt? Einfacher Test nach BGBAT. Sie sagen, stimm mal für mich so ab und er macht das nicht. Es geht ja nur um Innenverhältnis. Ja. Das ist nur im Innenverhältnis, im Außenverhältnis hat er eine unbeschränkte Stimmrechtsvollmacht, er kann also abstimmen, wie er will. Und wenn er falsch abstimmt, dann hat er halt falsch abgestimmt. Das liegt daran, weil wir hier eine Beschränkungsmöglichkeit nicht vorgesehen haben im Gesetz. Denn sonst hätten wir eine Botenschaft. Botenschaft gibt es hier nicht. Und da es immer nur um Ja-Nein-Entscheidungen geht, in dem Moment, wo Sie sagen, du musst mit Ja abstimmen, hat er keine Vertretungsmacht mehr, sondern wird zu einem Boten. Da es Botenschaft nicht gibt,
muss er sozusagen immer die Möglichkeit haben, doch mit Nein abzustimmen. Und damit ist es eine reine Beschränkung im Innenverhältnis. Ja, zufrieden? Wie geht die AT? Gut. 118. Ja, haben wir gerade gehabt. 121. Wenn alle Aktionäre kommen sollten, ja, stellen Sie sich das vor, alle Aktionäre kommen, was bei einer Ein-Personen-AG relativ einfach ist, da kommt nämlich der einzige Aktionär, dann gelten die Vorschriften über das Verfahren nicht. Bei einer Vollversammlung können Sie richtig klotzen, da können Sie über die Mitternachtsstunde hinaus verhandeln, dann können Sie ohne Notar arbeiten, da können Sie Spaß ohne Ende haben. Ja? Also wenn alle mal da sein sollten, dann bricht sozusagen das Gesetz zusammen und Sie können frei verhandeln. Auf einmal tritt Freiheit ein. Das sagt 121.6. Ansonsten gilt aber alles sehr streng. Grundsätzlich gibt die Hauptversammlung sich eine Geschäftsordnung in der Praxis, wo unter anderem drin steht, die Versammlung wird geleitet vom Aufsichtsratsvorsitzenden. Für diese Geschäftsordnung brauchen Sie eine Dreiviertelmehrheit. Außerdem wird in jeder Hauptversammlung ein Verzeichnis angelegt davon, wer da war, durch wen vertreten worden ist und so weiter, ein Teilnehmerverzeichnis. Dann brauchen Sie in der Hauptversammlung selbstverständlich auch noch einen Notar. Der Notar macht eine Niederschrift, wir würden sagen ein Protokoll, und dieses Protokoll wird dann notariell beurkundet, der sagt also genau, was passiert ist. Sie erinnern sich ganz an den Anfang von vor 2 Wochen, wo ich Ihnen gesagt habe, der muss auch sagen, wie abgestimmt worden ist. Offen oder verdeckt reicht nicht. Er muss sagen, es wurde mit Händen abgestimmt oder mit Handzeichen. Es wurde mit Füßen abgestimmt oder wie auch immer. Das muss der Notar schreiben. Ansonsten muss der Notar einfach nur das aufschreiben, was man ihm sagt. Der hat keine inhaltliche Beteiligung an der ganzen Sache. Ja, das ist also spannend. Der Notar muss außerdem noch die Belege der Einberufung beifügen, die ganze Sache unterschreiben. Dann muss der Vorstand das Ganze beim Register einreichen und außerdem muss die börsennotierte Gesellschaft die Abstimmungsergebnisse online veröffentlichen, mal gucken kann, wie da abgestimmt worden ist für die Aktionäre, die nicht da waren. Das ist alles nicht so spannend. Spannend ist 131. 131 bezieht sich auf das Auskunftsrecht, das sogenannte Fragerecht der Aktionäre. Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich sind. Welcher Gegenstand ist immer derjenige, wo man alles drunter fassen kann? Wenn Sie überlegen, worüber entschließt oder worüber beschließt eine solche Hauptversammlung jedes Jahr? Ja, und bei der Entlastung können Sie natürlich alles fragen, da fällt alles drunter, um zu gucken, ob der vorher noch richtig gearbeitet hat. Da können Sie ihn löchern ohne Ende. Das heißt, das ist ein sehr weiter Tatbestand. Die Ausnutzpflicht erträgt sich auch die verbundenen Unternehmen, das heißt die Tochter- und Enkelgesellschaften. Auch danach können Sie fragen, was macht denn unsere DGmbH, unsere GGmbH. All das können Sie fragen. Die Auskunft muss dann einer gewissenhaften, getreuen Rechenschaft entsprechen. Das heißt, sie muss so sein, dass sie vollständig, richtig und verständlich ist. Und da der Vorstand auch nicht alles weiß, gibt es dann in der Hauptversammlung ein riesiges Backoffice. Da sitzen dann so Leute wie Sie und haben einen Laptop. Und dann wird denen die Frage geschickt und dann müssen die ganz schnell eintippen und die Antwort suchen und dem Vorstand eine Antwort formulieren, die er dann eine Stunde später verliest. Und dafür sitzen da ganz viele kleine Juristen, die machen nichts anderes als solche Sachen recherchieren. Ja, so muss ich das vorstellen. Wie so die Meinzelmännchen im Hinterzimmer. Auch hier haben wir eine Liste von Verweigerungstatbeständen, die abschließend ist. Andere Verweigerungsgründe als da gibt es nicht. Zunächst mal der Generalklauseltatbestand, wenn erhebliche Nachteile drohen. Ja,
Also es ist existenzbedrohend. Wenn das Geheimnis rauskommt, dann bricht alles zusammen. Dann Steuern. Bei Steuern kann man immer sagen, nein, bei Steuern redet man nicht. Steuern zahlt man. Dann Wertunterschiede, mit denen Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind. Warum steht da jetzt 10 Millionen für Grundstücke und nicht 5? Auch das wird nicht diskutiert, außer die Hauptversammlung ist hier für die Feststellung zuständig, was sie grundsätzlich nicht ist, denn der Aufsichtsrat ist da zuständig. Dann Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Der letzte Punkt wird nicht, oder besteht kein Auskunftsrecht, weil da das so zur Entscheidungsfreiheit wird? Nein, weil man sagt, das sind Detailfragen und da die Hauptversammlung ohnehin nicht darüber beschließt, geht es sich auch nichts an. Die kann sozusagen sagen, wir finden das alles dubios und wollen nicht entlasten, aber sie kann nicht sagen, wir wollen es mal innerlich erklärt wissen. Dasselbe hier ist im Grunde die Ergänzung dazu, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach dem Motto, wie wird hier eigentlich bilanziert, was ist euer Kontenplan oder ähnliches. Auch das geht die Hauptversammlung nichts an. Dann hier wieder die tolle Aussage, wenn sich der Vorstand strafbar machen würde, also das bezieht sich auf so Sachen wie, wenn er irgendjemanden verleumden müsste oder irgendwelche Geheimnisse preisgeben müsste, dann darf er es auch nicht. Und dann diese komische Sache mit Verrechnungen und so weiter, die nicht offengelegt werden müssen. Und der wichtigste Tatbestand, wenn die Information schon mindestens 7 Tage vor der Hauptversammlung zugänglich war. Das heißt, wenn Sie eine Woche lang die Sache online gestellt haben, sagt man, hätte sie ja nachgucken können. Tut mir leid, jetzt sage ich nichts mehr. Und dann ist der Aktionär selber schuld, wenn er nicht nachgeguckt hat, dann hat er halt Pech gehabt. Kann er selber auf dem Handy nachgucken in der Hauptversammlung, gibt ja kein Handyverbot. Das Gesetz sagt ausdrücklich hier, aus anderen Gründen darf nicht verweigert werden, das heißt, diese Liste ist abschließend. In der Praxis geht es meistens um Variante 1 oder um Variante 7. Dieses mit dem Bilanzrecht, das sieht kein Menschen. Ansonsten haben wir noch Absatz 4. Absatz 4 soll die Gleichbehandlung der Aktionäre sicherstellen. Wenn einem Aktionär eine Information gegeben worden ist, muss die auch allen anderen gegeben werden. Also wenn Sie vorher Ihrem besten Freund gesagt haben, du, ich will mal langsam verkaufen die Aktien, es geht bloß bergab, dann müssen Sie das öffentlich in der Hauptversammlung wiederholen, damit der keinen Vorsprung gegenüber den anderen hat. Sie müssen also sagen, alle Aktionäre gleich behandeln. Das ist keine kapitalmarktrechtliche Pflicht, sondern das betrifft auch die kleine AG mit 5 Aktionären. Wenn einem was gesagt worden ist, kriegen es alle mitgeteilt. Wenn einer die Auskunft verweigert ist, ist das ins Protokoll aufzunehmen, damit er hinterher anfechten kann und sagen kann, das hätte nicht passieren dürfen. Und hier kommt jetzt unser wichtiger Fall, unser letzter Fall für heute, unser letzter Fall für dieses Jahr. Also lösen Sie doch schnell diesen Fall, der geht schnell, der ist einfach. Es geht um die börsennotierte MAG, die unter anderem Medikamente vertreibt. Es kommen neben den 200 Aktionären auch noch 20 extremistische Aktivisten, nicht rechtsextrem oder linksextrem, sondern Bioaktivisten. Und diese stellen immer wieder Anträge, reichen insgesamt 105 Wortmeldungen ein. Die Anträge sind, keine Dividende ausschütten, kostenlose Medikamente zu liefern. Sie möchten im Rahmen der Entlastung erreichen, dass der Vorstand zusagt, keine Produkte mehr für Militär zu entwickeln. Und sie wollen auch noch hier Frieden im Nahen Osten fördern, Terrorismus bekämpfen, Atomausstieg fördern. All das möchten sie gerne mal diskutiert haben in der Hauptversammlung. Und jetzt sind Sie Aufsichtsratsvorsitzender der MAG und Sie denken sich, wenn wir das alles durchziehen, dann sitzen wir über 24 Uhr da, dann kriegen wir die Beschlüsse nicht gefasst. Das ist nicht lustig, weil dann ist Ihre Hauptversammlung leider unwirksam, können Sie nochmal neu starten. Das heißt, diese Leute machen Ihnen Ihre HV kaputt. Was können Sie tun? Das klingt gut. Was würden die Aktionäre dann sagen? Was würde ein Aktivist sagen? Ja, warum betrifft das die Gesellschaft? Erinnern Sie sich mal, haben wir es hier gemacht? Ja, das haben wir hier gemacht.
CSR, Corporate Social Responsibility, haben wir hier gemacht, die erinnern sich, irgendwann in der dritten Stunde oder sowas, haben wir mal darüber gesprochen. Und was haben wir gelernt? Was muss eine Gesellschaft heutzutage leisten? Was erwarten wir von unseren AGs? Kann man einfach so die Umwelt mit Füßen treten und die Atomkraft fördern und den Terrorismus? Auch Osama bin Laden hat Aspirin genommen. Sollte man da nicht was gegen tun? Weniger Kopfschmerzmedikamente für Terroristen. Also das Problem an der Sache ist, bei der Entlastung kommen sie sehr schnell auf diese Themen und sagen, ja, und sie verkaufen auch Medikamente in Afghanistan. Und zu Afghanistan wollte ich immer schon mal Folgendes sagen, da gibt es böse Menschen und ein Regime und alles Schlimme. Und schon haben sie den Menschen am Reden. Was tun sie? Und er redet und redet, und ich kann Ihnen sagen, die können eine halbe Stunde reden, nicht eine Stunde und. Ich würde auch schon mal sagen, keine Redezeit beschränken, wenn es zur Durchführung einer Hauptversammlung, wenn der ordentliche Ablauf der Hauptversammlung gefährdet ist. Ja. Auf jeden Fall auch mal unten, bitte immer noch 200. Nee, 20 Stunden. Ja, ja. Das andere sind die Aktionäre. Die Aktionäre sind nicht alle extremistisch. Ja, was sagen Sie denn zu 131 Absatz 2 Satz 2? Was ist das praktische Problem in unserem Fall, wenn ich den Sachverhalt im Kopf habe? Welche Angabe fehlt da, die Sie dafür bräuchten? Dass es dafür eine Satzungsregelung gibt. Ja, es gibt keine. Wenn nicht drinsteht, gibt es auch keine. Und dann? Steht nichts drin. Scheiße, vergessen. Und kriegen Sie nicht mal eben reinbeschlossen. Das geht auch nicht so einfach. Das tun Sie. Was haben wir, wenn nichts eingreift, im Zivilrecht immer? Und glauben, ich meine auch, da könnte sich dann irgendwie bei Extremfällen könnte sich dabei ergeben, dass es doch. Ja, wir sagen, wir müssen hier eine Abwägung treffen und wir müssen sagen, jeder Aktionär muss seine Rechte mit Rücksicht auch auf die anderen ausüben. Und wenn jemand sozusagen so viele fernliegende Themen reinbringt, dann ist das zu Lasten der anderen. Das heißt, er muss auch Rücksicht nehmen auf die Treue zu den Mitkollegen und muss sich dann zurücknehmen. Das heißt, man kann hingehen und sagen, okay, worum geht's? Afghanistan? Okay, 2 Minuten. Oh, es geht um unser neues Produkt gegen Herzbeschwerden? Okay, 10 Minuten. Entscheidend ist, dass Sie die Kriterien, wonach Sie differenzieren, offenlegen und nicht einfach nur sagen, deine Nase gefällt mir nicht, du kriegst 30 Sekunden, dich finde ich nett, du kriegst 10 Minuten. Sie müssen sozusagen eine Rechtfertigung haben und diese Rechtfertigung muss berücksichtigen so Sachen wie Höhe der Beteiligung, Bezug zu den konkreten Themen, also je näher ich dran bin, desto mehr Zeit kriege ich und natürlich, wie viel Zeit er schon sonst gehabt hat. Wenn jemand sozusagen schon mal geredet hat, muss er nicht nochmal und nochmal und nochmal und nochmal reden. Das heißt, jeder hat insgesamt sozusagen ein Budget, was sich nach seiner Beteiligung und der Nähe zum eigentlichen Thema bestimmt. Das folgt aus der Treuepflicht der Aktionäre untereinander und zur Gesellschaft. Das ist sozusagen der Respekt vor den Mitgesellschaftern. In Japan gibt es da Profis, die machen dann so viel Stress, dass sozusagen das Ganze sich überzieht. Das haben wir in Deutschland nie gehabt, dieses Phänomen. Gut, damit haben wir dieses Thema erledigt. Merken Sie sich, Rederecht und Fragerecht sind voneinander zu trennen. Fragerecht ist einfach nur, Sie stellen eine Frage. Rederecht ist, Sie wollen die Leute inspirieren mit einem Redebeitrag. Das Rederecht taucht nur auf in diesem 131.2.2. Aber es ist allgemein anerkannt, dass Sie nicht eine Frage stellen müssen, sondern einfach nur was erzählen können und die Leute beeinflussen. Aber es muss beschränkbar sein durch die Treuepflicht. Selbst dann, wenn keine Regelung vorliegt, kann man sozusagen aus dem Respekt vor den Mitgesellschaften folgern, dass das eingeschränkt ist. Wir sehen uns dann im kommenden Jahr und in der letzten Vorlesungsstunde schreiben wir schon die Klausur, habe ich gerade rausgefunden.
Also die Klausur findet in der letzten Vorlesung in diesem Raum statt. Das heißt, es fällt ein Termin aus durch Klausur. Da brauchen Sie dann... Sie haben jetzt schon Stoff für diese Stunde eingesetzt. Ja. Fällt der auch weg? Oder? Der fällt dann weg, ja. Nein, der fällt weg. Was wir hier nicht mündlich behandelt haben, kommt in der Klausur nicht dran. Es kommt nur das dran, was wir mündlich behandelt haben. Nicht das, was wir nicht gemacht haben. Ja, das ist einfach, das ist überschaubar, wenig Stoff. Gut, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel und wir sehen uns 2018 wieder.